Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Sicherheitsdienst. Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich auch schon gesagt worden. Letztendlich ist auch das wieder ein zeitlos schöner und richtiger Antrag der Linksfraktion. Es geht um Partizipation, es geht um Arbeit und Bildung. Themen und Bereiche, in denen Nachholbedarf herrscht. Da sind sich ja im Grunde auch alle einig. Bei Gesprächen mit geflüchteten Menschen in Berlin stellt man dabei zum einen sofort fest, die wollen arbeiten. Das ist wirklich sehr deutlich. Ich habe zwar manchmal das Gefühl, die wollen mehr arbeiten, als hier viele in diesem Raum arbeiten wollen. Das ist wirklich deutlich geworden und das wird ihnen leider erschwert. Es gibt viele Hürden, es gibt viele Probleme dabei und das hört man dann auch immer wieder in den Gesprächen. Das andere ist natürlich Bildung. Und Sprachkurse sind notwendige Voraussetzungen und sind aber auch unabhängig von dem Bedürfnis, Arbeit zu finden, immer wieder das, was man hört, was Menschen bewegt. Und da ist es sogar so, dass gerade Sprachkurse für Frauen, aber auch gerade Sprachkurse für Menschen, die über 27 sind, das hat jetzt Ursachen, die will ich gar nicht im Detail lang erläutern, noch schwieriger zu bekommen sind, als es eh schon schwierig ist. Und insofern ist es jetzt natürlich sinnvoll, dass Senatorin Kohler hat dazu Vorschläge vorgelegt. Ich weiß gar nicht, wie Sie das gemacht haben, dass Sie es so getimt haben. War das jetzt Absicht wegen des Plenums? Aber war auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Trotzdem ist es natürlich schade, dass man jetzt letztendlich durch diese Debatte auch nochmal besonders deutlich bekommt, dass die Essenz dieser Vorschläge ja erst durch die Debatte in den Haushaltsverhandlungen und dann frühestens nächstes Jahr dann mit finanzieller Unterfütterung eben auch starten können oder auch durchschlagend werden können. Ich hoffe, dass wir bei den Haushaltsverhandlungen dann auch darauf achten, dass wir wie schon beim letzten Mal die Mittel für Sprachkurse deutlich erhöhen und auch in den anderen Bereichen diesmal klar und deutlich zulegen. Nicht nur was die gestiegenen Antragszahlen anging, sondern dann eben auch über die reguläre Steigerung hinaus dann auch eine politische Botschaft senden. Trotzdem, gerade bei diesen Vorschlägen fällt auf, wenn man sich die durchliest, dass letztendlich zwar einige zusätzliche Maßnahmen geplant sind, einige zusätzliche Mittel und Personal geplant sind, perspektivisch, aber an den Rahmenbedingungen halt überhaupt nicht gerüttelt wird. Das heißt, es gilt weiterhin das Nachrangigkeitsgebot für Menschen, die hier Arbeit suchen gegenüber europäischen Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt. Es gilt weiterhin, dass unglaublich hohe bürokratische Hürden Menschen daran hindern, Arbeit zu finden. Und es wird auch weiterhin das große Problem für Menschen sein, die hier auf der Suche nach Sprachkursen sind. Das heißt, die Situation bleibt im Großen und Ganzen, wie sie jetzt ist, mit kleineren Abstufungen, hoffentlich durch die Haushaltsverhandlungen dann nochmal ein paar Verbesserungen. Aber die Rahmenbedingungen, die Gesetzeslage, die Menschen daran hindert, hier Arbeit zu finden, die Menschen daran hindert, Sprachkurse zu finden und zu besuchen, wird so bleiben, wie sie ist. Das ist schade. Vielleicht können wir im Ausschuss nochmal darüber sprechen, ob wir zumindest ein paar Aspekte der Dinge, die hier im Antrag gefordert sind, nochmal diskutieren können und dann eben nicht nur bei dem verharren, was wir momentan haben. Das wäre sinnvoll und ich hoffe auf eine lebendige Ausschussdebatte. Vielen Dank.